Hallo und herzlich willkommen auf Papau TV. Ich bin euer Olli und heute machen wir weiter in Forza Horizon 4 mit dem letzten Forzathon der Serie 21, mit dem Frühlingsforzathon. Und wir springen auch gleich in den Shop und sehen zum einen den legendären Königsex CCGT von 2008, einen gewöhnlichen Maserati, den Levante S von 2017 und dann haben wir noch La Cucaracha als Hupe in episch und den Flickflack-Emote ebenfalls in episch. Und jetzt machen wir weiter mit dem Forzathon, der sich nennt Weiter mit Hochgeschwindigkeit. Und in Kapitel 1 schlägt aufs Autodach, dürfen wir einen beliebigen Super-GT-Wagen besitzen und fahren. Hierfür gehen wir wie immer über den Filter, gehen auf Super-GT-Wagen und wählen unser beliebiges Fahrzeug aus. Ich habe mich für den Ferrari 812 Superfast von 2017 entschieden. Diesen auch ein bisschen getunt, obwohl das nicht nötig ist für den Forzathon. Kapitel 1 schlägt aufs Autodach ist absolviert. In Kapitel 2 Einführungsrunde dürfen wir mit unserem Super GT-Wagen 10 Überholenfähigkeiten ausführen. Das bedeutet, wir starten ein beliebiges Rennen und versuchen die Konkurrenz zu überholen. Kapitel 2 Einführungsrunde ist absolviert. In Kapitel 3 Schleuderplatte dürften wir insgesamt 9 Sterne in Driftzonen sammeln, was mir persönlich gar nicht liegt, deswegen habe ich ungefähr 5 Versuche gebraucht. Kapitel 3 Schleuderplatte ist absolviert. Im letzten Kapitel, Kapitel 4, es ist eine Falle, müssen wir mit unserem Super GT-Wagen 3 Sterne holen beim Blitzer in der Princess Street. Kapitel 4, es ist eine Falle, ist absolviert. Und der Forzathon weiter mit Hochgeschwindigkeit ist abgeschlossen. Vielen Dank, dass ihr mein Video bis hierher geschaut habt. Auf der linken Seite seht ihr meine letzten Videos, auf der rechten Seite die Forza-Liste. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst mir doch bitte ein Like da, abonniert mich, aktiviert die Glocke. Wenn nicht gefallen, gebt mir auch gerne ein Dislike, aber bitte kommentieren. Und in diesem Sinne danke und bis zum nächsten Video.